Was nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen den Diamanten. Es geht um 1 Million Euro. Ich werfe es jetzt drauf. Ich kann gar nicht hingucken. Oh Gott, ich werfe es jetzt drauf. Schaut mal, was ich gerade eben am Spawn gefunden habe. Das ist einfach ein Emerald, der ist umbenannt in /ph Inscriptor, komm vorbei. Und das habe ich einfach mal gemacht, dann bin ich hier hingegangen und dann habe ich dieses riesen Casino hier gefunden. Und dann dachte ich so, Moment mal, der Name kommt dir irgendwie bekannt vor. Den Spieler habe ich letztens selber gebannt, weil er gescammt hat. Der ist jetzt, sein Bann ist jetzt ausgelaufen, das ist ungefähr 1,5 Monate oder so her. Ich habe ihn für 1 Monat gebannt, weil er Spieler gescammt hat. Und jetzt hat er hier dieses riesen Casino und verteilt Emeralds am Spawn, damit man zu seinem Casino kommt. Und ich weiß nicht, Casinos haben nicht so einen guten Ruf. Ich weiß nicht, das liegt auch daran, ich habe ja echt schon viele Videos immer gehabt über Casinos und so. Und normalerweise sind Casinos nicht verboten. Und deswegen ist das eigentlich auch nicht verboten. Aber ich denke mir so, gerade bei dem Spieler, Vertrauen ist gut. Aber Kontrolle ist immer noch besser. Er ist, glaube ich, er steht hier. Okay, er ist da. Und was ist das hier? Rotwein, Whisky. Ach, das hier ist anscheinend eine Bar. Okay. Das Ding ist, Freunde, wir werden das jetzt einfach mal austesten. Ich bin echt gespannt. Casinos haben eigentlich einen nicht allzu guten Ruf auf, dem Server. Er hat mir geschrieben, hallo, wie geht's? Wir antworten ihm einfach mal. Hey, habe deinen Emerald gefunden. Bin mal gespannt, wie das Ganze hier so abläuft. Ich habe mir echt schon viele, viele Casinos angeguckt, okay? Und bei Casinos, das ist immer so eine Sache, da kann man halt mega, mega leicht bescheißen. Es ist halt wirklich so. Wir haben Casinos allerdings nicht verboten, weil ich finde, dass Casinos eigentlich eine relativ coole Abwechslung mal sind. Also bist du neu. Es gibt auch viele Casinos, das weiß ich, die nicht bescheißen. Also jetzt denkt nicht, dass jedes Casino einfach nur euch scammt oder so. Er schreibt, also du bist neu hier. Ach, er hat mir... Wir haben eine Wodka bekommen. Schnelligkeit 2. Er hat uns jetzt... Okay, so ein Trank ist echt krass viel wert und er gibt uns den einfach, okay. Er schreibt, gönn dir erstmal einen. Okay, mache ich. Also, ich teste das heute einfach mal aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Casino sieht gar nicht mal so schlecht aus. Na, auch mit diesem riesen Schriftzug und so da vorne. Ich zeige dir jetzt, wie du in kurzer Zeit richtig viel Geld verdienen kannst. Komm mal mit, ich zeig dir unsere Automaten. Hast du Bock? Ja, Mann, wir haben Bock. Wir testen das heute aus. Ich habe mir jetzt auch extra gerade eben vor der Aufnahme 5 Millionen gegeben. Das heißt, wir können heute richtig eskalieren. Und das werde ich heute auch machen. Und wie gesagt, wir testen heute aus, ob das hier eine Verarsche ist oder nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Was denkt ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wie gesagt, der Spieler wurde schon mal wegen Scam gebannt. Nur für Personal. Ach, dürfen wir überhaupt lang? Da stand gerade nur für Personal. Wieso steht da nur für Personal, wenn ich da hingehen soll? Das ist echt komisch. Das ist echt komisch. Und hier sind jetzt diese Automaten. Stein, Holz, Wolle. Und dann sind da... So Sandstein ist da. Weil man hier nicht alleine sein darf. Es muss immer ein Mitarbeiter drin sein. Das sind hier jetzt also die Automaten, wo wir spielen können. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Blau, rot, pink. Hier ist auch nirgendwo ein Hebel oder so. Ich sag dir mal, wie die Automaten funktionieren. Ach so, er erklärt uns das. Du payst mir immer am Automaten den Einsatz, der dort steht. Hier sind es 1K. Einsatz 1000. Okay, ach so, ich glaube, ich verstehe das. Und an den größten mit den meisten Gewinnen sind es 300.000. Wartet mal. Hier können wir 300.000 einsetzen und 1 Million gewinnen. Okay, das ist krass. Das ist absolut krank. 1 Million können wir hier gewinnen. Und hier können wir 10.000 gewinnen. Hier können wir... Okay, also, ey, das ist krass. Das ist krass. Ich setze dann 3 Druckplatten hin. Ach so, deswegen ist hier Sandstein. Ich glaube, da kommen dann die Druckplatten hin. Und ich glaube, ich muss mich für eins von beiden entscheiden. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das kommt mir so bekannt vor. Ich weiß nicht, kennt ihr das irgendwo her? Das kommt mir gerade so bekannt vor. Ich weiß nicht, gab es das schon mal in einem Video von mir?
Oder gibt es das irgendwo anders auf dem Server? Ich weiß es gerade gar nicht. Das kommt mir aber so bekannt vor. Ich weiß, ich habe dir das schon mal gesehen. Sonst helft mir vielleicht mal auf die Sprünge. Hast du gewonnen? Alles klar? Achso, und wenn die Lampe leuchtet, hast du gewonnen? Alles klar? Ja, alles klar. Wisst ihr was? Dann geben wir ihm doch einfach mal direkt die 100.000. Und schauen einfach mal, ob wir jetzt was gewinnen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. 1.000 wollte er für den ersten Automaten. 1.000 habe ich ihm jetzt gegeben. Und ich glaube, was nehmen wir denn überhaupt fürs erste Mal? Ich glaube, wir nehmen einfach mal Holz oder Wolle. Sonst nehmen wir doch einfach mal die goldene Mitte und nehmen einfach mal das Holz. Such dir mal was aus und sag es mir nicht. Und ich glaube, wenn wir jetzt das Richtige auswählen, dann kriegen wir 2.000, haben also unseren Einsatz verdoppelt. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Einfach mal das Holz. Und jetzt setzt er da erst die Druckplatten hin. Aber warum setzt er denn nicht die Druckplatten schon vorher hin? Das ist schon komisch. Hast du ausgesucht? Ach so, ich... Ja, habe ich. Ich dachte, ich soll ihm das zeigen. Dachte ich erst, aber anscheinend nicht. Ich glaube, jetzt setzt er die Druckplatten drauf. Ich weiß es nicht. Komisch. Okay, dann wirf ein Item auf das drauf, was du ausgewählt hast. Okay. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ah, wir haben gewonnen. Er hat es doch direkt gegeben. 2.000. Wir haben gerade aus 1.000 Euro 2.000 Euro gemacht. Okay, da haben wir aber echt Glück gehabt jetzt fürs erste Mal. Holz haben wir gewählt. Was, und jetzt, ich würde sagen, wir machen direkt weiter beim nächsten Automaten, oder? Was meint ihr? Wir machen direkt weiter beim nächsten Automaten. Einsatz ist 2.000 und wir verdreifachen den Gewinn. Das heißt, wir hätten dann 6.000. Aus 2.000 machen wir hier 6.000. Hier kannst du 6.000 gewinnen, schreibt er sogar. Okay. Wisst ihr was? Ich gebe ihm das Geld. Pay N Scriptor 2.000. Ich habe ihm 2.000 gegeben und wir dürfen jetzt nochmal an dem Automaten spielen. Ich bin echt gespannt, ob wir dieses Mal wieder gewinnen oder ob wir nicht gewinnen. Was meint ihr? Gewinnen wir oder gewinnen wir nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich nicht so ein gutes Gefühl, weil eigentlich, wenn ich jetzt schon hier so eine Glückssträhne hatte, glaube ich nicht, dass ich jetzt hier nochmal gewinne. Aber ich glaube, wir nehmen diesmal den Blauen. Ich glaube, wir nehmen den Blauen, ja. Hast du schon eins ausgesucht? Ja, habe ich. Wieso fragt er denn immer vorher, ob ich schon eins ausgesucht habe? Das ist voll komisch. Anstatt, dass er einfach die Druckplatten darauf setzt. Okay, wir nehmen den Blauen und wir haben wieder gewonnen. Wir haben wieder gewonnen. 6.000. Was? Oh mein Gott, wir haben gerade so eine Glückssträhne. Wir haben gerade... Er schreibt noch, nice, Alter. Wir haben jetzt insgesamt... Insgesamt haben wir 6.000 gewonnen, 2.000 gewonnen, 8.000 Euro haben wir gewonnen. Wie viel können wir hier gewinnen? Hier können wir 10.000 gewinnen. Ich glaube, wir nehmen dieses Mal nochmal links. Ich glaube, wir nehmen den Goldenen. Wir nehmen das Goldene. Oh mein Gott, wenn wir jetzt nochmal gewinnen... Das kann eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal gewinnen. Das ist so eine niedrige Chance. Weiter oder nicht weiter? Pay and Scriptor 5.000. Okay. Wir haben jetzt 5.000 gegeben. Und ich schreibe ihm auch direkt, ich weiß schon, welches ich nehme. Damit er mich nicht direkt wieder fragt. Er soll einfach direkt die Goldplatten draufsetzen. Ich verstehe nicht, warum er das nicht schon vor... Okay, wenn er die da schon vorher hinmacht, könnte man natürlich betrügen und schon vorher einfach irgendwas drauflegen. Das stimmt natürlich. Okay, nice, viel Glück. Okay, wir nehmen jetzt das Goldene. Und wenn wir jetzt nochmal gewinnen, das kann eigentlich gar nicht sein. Ich werfe es jetzt drauf und wir haben schon wieder... Wir haben 10.000 Euro gewonnen. 10.000 Euro. 10.000 Euro. Er schreibt noch, Alter, sehr geil. Oh mein Gott. Das Ding ist, stopp mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Hier können wir 300.000 einsetzen und 1.000.000 gewinnen. Okay, also ich weiß nicht. Das ist jetzt so ein hoher Einsatz. Das ist so ein hoher Einsatz. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt werde ich gerade ein bisschen skeptisch. Hast du so viel Geld? Jetzt werde ich gerade ein bisschen skeptisch. Wir haben jetzt so easy alles gewonnen und jetzt sollen wir auf einmal 300.000 ihm geben. Ich weiß ja nicht, Freunde. 300.000 sollen wir ihm jetzt geben. Ich mache das jetzt natürlich fürs Video. Pay in Scriptor
300.000. Ich weiß aber nicht, Freunde. Habt ihr auch so ein komisches Gefühl wie ich gerade? Wir haben jetzt mit Leichtigkeit alle Automaten gewonnen, ne? Und hier war der Einsatz noch 5.000. Und jetzt ist der Einsatz auf einmal bei 300.000. Er schreibt sogar noch, du hast halt echt eine gute Strähne. Er stachelt uns sogar noch an. Ich weiß ja nicht. Oh, er fragt uns, hast du ein Item? Ja, habe ich. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen wieder... Oh, das ist jetzt echt schwierig. Ich meine, es geht um 1 Million. 1 Million. Was nehmen wir? Er schreibt nochmal viel Glück. Also, ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall echt skeptisch. Das ist so ein roher Einsatz. Okay. Was nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen den Diamanten. Es geht um 1 Million Euro. Ich werf's jetzt drauf. Ich kann gar nicht hingucken. Oh Gott. Ich werf's jetzt drauf. Wir haben nicht gewonnen. Wir haben nicht gewonnen. Jetzt schreibt er, schade, Alter. Okay. Okay. Das ist jetzt echt komisch. Wir haben hier gewonnen. Wir haben hier gewonnen. Wir haben hier gewonnen. Und jetzt gewinnen wir auf einmal hier nicht. Ich muss mal ganz kurz was nachschauen im Game Mode 3. Ich guck mir das mal ganz kurz an. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ah, ich kann es mir gerade leider nicht anschauen. Weil, ah, ich kann, im Game Mode 3 sieht man leider nichts. Wisst ihr was? Er kann ja ruhig wissen, dass ich mir das jetzt angucke. Okay. Es ist genauso, wie ich es mir gedacht habe. Wartet mal. Es ist einfach genauso. Hier, bei diesen Automaten hier, die Automaten hier sind nur zum Ködern da. Man denkt sich, man gewinnt was, aber ihr seht das. Hier ist ein Redstone, hier ist ein Redstone. Es wäre komplett egal gewesen, wo ich das Ding draufgelegt hätte. Ich hätte es hier hinwerfen können, Jede Lampe wäre angegangen. Und dann soll ich ihm nämlich jetzt hier 300.000 geben. Und hier löst es einfach nicht aus. Aber warum hat das denn gerade nicht funktioniert? Er schreibt, hier gibt es nichts, echt nicht. Bitte geh einfach hier, nimm das und sag nichts. Er hat uns gerade 500.000 gegeben. Er hat uns gerade versucht zu bestechen. Ist das dein Ernst? Nein, Freunde, nein. Wisst ihr was? Ich muss jetzt einmal ganz kurz den Account wechseln auf meinen Main-Account, weil ich kann ihn gerade nicht bannen. Den Spieler will ich hier nie wieder sehen. Er wurde schon mal gebannt und hat eine zweite Chance bekommen. Und dann macht er hier sowas. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Sorry. Nein, das glaube ich ja nicht. Ich muss ganz kurz den Account wechseln. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Freunde, ich habe jetzt den Account gewechselt. Ich gehe jetzt schnell auf den Server. Das ist so dreist. Also das... Nein, ohne Scheiß. Ich bin schon fast richtig enttäuscht von ihm. Weil ganz ehrlich, der hat gescammt. Wurde sogar gebannt dafür. Das heißt, er weiß, dass sich Scam eigentlich überhaupt nicht lohnt. So, jetzt geh ich erstmal zu ihm. Und jetzt weiß er nämlich auch. Wartet mal. Baut er das gerade hier ab? Der hat das gerade abgebaut. Okay. Jetzt weiß ich es aber zu 100%. Jetzt baut er das sogar noch ab. Ist das dein Ernst? Hallo? Das bringt dir gar nichts mehr. Merkt er überhaupt noch was, Freunde? Merkt er noch? Oh Gott, was hatte der denn an Items dabei? 37 Dia-Blöcke. Und ich hatte gerade auch Beacons dabei. Aber er hatte auch richtig viele Beacons dabei. Oh mein Gott, Freunde, wir haben ihn sowas von erwischt. Wisst ihr, was ich jetzt erstmal mache, Freunde? Erstmal mache ich jetzt hier mal ein schönes Loch hin, weil ohne Scheiß, das ist so asozial, ne? Er wurde sogar gebannt, er weiß, dass sich Scam nicht lohnt und er will es einfach nicht lernen. Jetzt ist er noch vor mir und weißt du was, mein Lieber? Ich werde dich jetzt nochmal bannen, weil ganz ehrlich, wenn du so eine Scheiße hier abziehst, dann brauchst du hier nicht auf dem Server sein. Was denkt ihr, wie lange wäre angebracht? Jetzt schreibt er sogar clear das GS, aber nicht bannen oder so, bitte. Also, sorry. Das Ding ist, ich werde ihn auf jeden Fall bannen. Ich banne ihn jetzt mal nicht für 60 Tage, ich banne ihn jetzt nochmal für 30 Tage für Scam. Aber ich werde ihn ganz bestimmt nicht bannen und einfach nur das GS clearen. Sorry, aber du wurdest schon mal gebannt für Scam und machst es dann nochmal. Ganz ehrlich, ich glaube, da seid ihr meiner Meinung, wenn man schon mal gebannt wurde für Scam, weil man andere Leute abgezogen hat und dann nochmal so eine Scheiße macht, dann hat man dann ist es definitiv mehr, was man verdient hat, als nur ein GS-Clear. Ich glaube, da seid ihr meiner Meinung. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie lange hättet ihr ihn gebannt? Ich glaube, dass sogar 60 Tage gerechtfertigt werden. Oder was meint ihr? Aber 30 Tage jetzt noch einmal. Ich glaube, danach macht er es wirklich nicht mehr. Und wenn er es dann nochmal macht,
Ich glaube, dann kann man auch mal drüber nachdenken, ihn für 3 oder 4 Monate zu bannen. Weil ganz ehrlich, das ist einfach nur dreist. Er wurde schon mal gebannt für Scam und dann macht er so ein Scammer-Casino. Das war's jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Eine Sache noch, Freunde. Es würde mich mega freuen, wenn ihr mal hier vorbeischauen würdet. Vielleicht trifft man sich ja mal, vielleicht sieht man sich ja mal. Ich bin ja auch öfters mal drauf auf meinem Server durchrasten.de. Ihr könnt ja euer eigenes Grundstück bauen. Bitte macht aber nicht so eine Scheiße wie der Typ hier, weil das ist echt dreist und das schadet den anderen Spielern nur. Aber ihr könnt ja euer eigenes Grundstück aufbauen, euer eigenes Imperium. Ihr könnt einen Shop eröffnen. Kommt einfach drauf, schaut euch das Ganze an. In der Videobeschreibung findet ihr die Server-IP. Und dann war's das jetzt mit dem... Was ist denn... Also sorry, aber nein, das glaube ich ja nicht. Was ist denn das hier? Ganz ehrlich, jemand, der sich ein Grundstück claimt und nur das auf sein Grundstück baut, den brauchen wir ganz bestimmt nicht. Ey, ohne Scheiß. Hier, der wird jetzt erstmal perma weggebannt und das Grundstück wird natürlich auch geklärt. Also, ich weiß ganz ehrlich nicht, was denkt man sich bei sowas echt? Ich finde das auch echt, ich find's auch gar nicht lustig, muss ich sagen. Ich find's auch echt nicht lustig. Findet man sowas lustig? Keine Ahnung. Das war's jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Freut mich, dass ihr jetzt eingeschaltet habt, auch wenn das jetzt echt hier ein komisches Ende war. Aber Gott sei Dank haben wir das Grundstück gefunden und der Spieler ist jetzt gebannt. Das war's jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Ciao.